Stell dir einen Autohändler vor. Er will für das nächste Jahr einschätzen, wie viele Autos er verkaufen wird. Dafür schaut er sich seine Verkaufszahlen aus den letzten Jahren an. In einem Diagramm trägt er für jedes Jahr die verkauften Autos ein. Es zeigt sich, dass die Zahl zwischen 1.000 und 1.500 Autos schwankt. Einmal waren es nur 900, ein anderes Mal über 1.600 Stück. Der Autohändler erkennt, der Bedarf ist keine konstante Zahl, sondern unterliegt Schwankungen. Er modelliert den Bedarf als Zufallsvariable. Mit statistischen Methoden berechnet er den wahrscheinlichsten Bedarf und die mögliche Streuung. So kann er abschätzen: Nächstes Jahr werde ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% zwischen 1.100 und 1.400 Autos verkaufen. Darauf passe ich meine Bestellungen bei den Herstellern an. Ordere ich zu wenig Autos, fehlen mir beim Verkauf Modelle. Bestelle ich zu viele, muss ich Rabatte geben oder Autos zu Schleuderpreisen verramschen. Die stochastische Modellierung hilft, den Bedarf realistisch einzuschätzen. So wenden Unternehmen diese Methode in der Praxis an, um Risiken bei Angebot und Nachfrage zu minimieren. Die Zukunft lässt sich zwar nicht genau vorhersagen, aber gut abschätzen. 5 Profi-Prüfungstipps. Klicken Sie dazu auf den Link unter diesem Video.